Ich bleibe absolut neutral und bin unbefangen an der Stelle. Eine Peitsche brauchst du noch. Sorry. Bei mir ist ein Samstagsprogramm. So. Irre ich mich oder ist jetzt hier ziemlich warm geworden mittlerweile? Ich kann mich fast ein bisschen, konnte mich gerade auch schwer konzentrieren. Ich gucke ja immer so ein bisschen neben rein, wer denn als nächstes kommt, weil 12 Acts mit verschiedenen Namen und sonst was, das kann sich kein Moderator hintereinander merken. Nie und immer. Ja, beim Fernsehen wird das ja immer mit dem Teleprompter eingeblendet. Beim Radio sehen Sie ja nicht, wie ich nebenher den Text lese und mir der Nase funkelt und so weiter. Das fällt Ihnen ja zum Glück gar nicht auf. Es fällt Ihnen auch nicht auf, dass wir regelmäßig in Boxershorts moderieren. Absolut. Wenn die Klimaanlage ausfällt, dann moderieren wir auch in Boxershorts. Das ist kein wie war das hier? Ab und zu ist ja auch mal, sind die Kollegen von SWR 4 oder auch meine Kollegen von SWR 1 zu Gast im Fruchtschuppen, im gläsernen Studio. Das können Sie sich unbedingt auch gerne nochmal angucken. Wenn Sie das noch nicht getan haben, schauen Sie da vorbei. Viele nette Kollegen unterwegs. Ich bringe noch in Erfahrung, wer als nächstes live dort sendet. SWR 4 sendet immer mittwochs und freitags hier von der Buga. Für meine Kollegen aus Stuttgart von SWR 1 ist der Anfang natürlich ein bisschen länger, das ist nicht ganz so oft. So, als nächstes, hier auf der Bühne haben sich schon hinter meinem Rücken bereitgestellt zwei Herren, von denen Sie vielleicht einen ja schon kennen, der Komponist des folgenden Stückes, das er exklusiv für die Buga 2019 geschrieben hat, Jan Janke am Bass. Oh, der wird auch schon warm geschleudert. Hat 1985 auch schon Auftritte mit seiner Band und Konzerte abgeliefert bei der Landesgartenschau hier in Heilbronn. Und jetzt für die Buga eben einen Song komponiert. Getextet und gesungen wird er von André Conducelli. Du musst irgendwann, Conducelli, der hier schon bereitsteht. Beide waren mal oder sind teilweise aus Weinsberg. André ist mittlerweile nach Wiesbaden ausgewandert, aber war eben auch hier eine Zeit lang in Weinsberg und ist heute auch extra hier, um für Sie Ihren Buga-Song für dieses Jahr zu präsentieren. Ich wünsche viel Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber zuerst möchte ich euch erstmal begrüßen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Was wir jetzt machen werden, wir wünschen uns gerne, dass ihr uns ein bisschen helft. Und zwar sind die Fischerchöre im Moment im Urlaub und deswegen wird uns das sehr gut gelingen. Ihr müsst uns nur bei einem Wort helfen. Heilbronn. Das ist ganz einfach. Ich zeige es euch erstmal. Ich werde hier mal das Band ablaufen lassen und ihr sagt einfach immer nur an der Stelle, wo ich euch sage, Heilbronn. Das ist ganz einfach. So, es läuft. Ja, das ist schon ziemlich gut. Probieren wir gleich noch. Buga, Buga. Buga, Buga. Buga, Buga. Super, das klappt super. Jetzt probieren wir das nochmal in laut. Buga, Buga. Buga, Buga. Buga, Buga. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt machen wir das im Song. Und das probieren wir jetzt. Genau. Familie und Freunde ein zur Bundesgartenschau. Es ist soweit, die Sonne scheint, komm heute mit nach Heilbronn. Lade Familie und Freunde ein zur Bundesgartenschau. Hören und sehen Themen wie Garten, Sport, Kunst und Musik. Für jeden wird etwas dabei sein, ob groß oder noch klein.
mannigfaltig und interessant. Schaut hier gerne vorbei, wegen der Blumenpracht auf der Bundesgartenschau. Für die Buga getextet und geschrieben. Und da bin ich jetzt auf Ihren exklusiven Applaus für die beiden gespannt, falls Sie die beiden nachher nochmal hier oben auf dem Zettelchen für eine gesonderte Wertung sehen möchten. Dann bitte ich jetzt um Ihren Applaus für Heilbronn Hauptstadt der Buga.